Elektro mit C-Sport.de. Hallo liebe Leute, ich habe heute für euch das IPS Shima Lotz. Ja, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, keine Ahnung. Es klingt irgendwie weder Deutsch noch Englisch. Aber was ich gut finde, ist, dass sich IPS diesmal getraut hat, ein völlig neues Design anzubringen. Wir haben hier eine Art Polygon-Design, würde ich fast sagen, aus mehreren Dreiecken. Und das ist wirklich gewagt, aber das polarisiert natürlich auch. Das Rad, einigen gefällt es ziemlich gut, anderen gefällt es nicht so gut. Ich persönlich finde es ganz cool, weil einfach mal was Neues probiert wurde. Ja, kommen wir zu den Bedienelementen. Die Pedale, die sind auch anders als bei anderen Rädern leider nicht so rutschfest, wie man sich das gerne vorstellen würde. Darum haben wir hier Anti-Rutschband drauf getan, damit man hier nicht runterrutscht beim Fahren. IPS-typisch ist der Einschalter, in dem auch gleichzeitig die Akkuanzeige ist. Das bedeutet, wenn er grün leuchtet, ist der Akku voll. Wenn er langsam grün blinkt, dann wird der Akku schon etwas leerer sein, bis 66% ungefähr. Wenn es schnell grün blinkt, dann sind wir über 33%. Und wenn es rot leuchtet, dann ist der Akku alle. Die Ladebuchse, die ist leider so, dass die hier immer aufspringt die ganze Zeit. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Man drückt die hier rauf und verdreht die einfach etwas und dann hält die auch. Was natürlich ganz auffällig ist, sind diese LEDs an der Seite. Die kann man per App konfigurieren. Man kann also einstellen, dass die im synchron zum Rad laufen, oder man kann einstellen, dass sie dauerhaft leuchten, man kann sie auch ausschalten. Gleichzeitig haben wir vorne und hinten diese LEDs, die quasi als Bremslicht und Sichtlicht funktionieren, sodass man also gesehen wird. Und das kann man aber auch ein- oder ausschalten. Ich finde es ganz praktisch, dieses Bremslicht. Wenn man nämlich mit mehreren Leuten fährt, dann ist es immer ganz gut zu wissen, wenn der Vordermann bremst, damit man nicht raufrauscht. Und das ist das Lichtmenü vom Shima Lotz. Ganz einfach. Wir können hier als erstes bestimmen, möchten wir das Front- und Rücklicht ausschalten oder einschalten. Und das ist übrigens auch das Bremslicht gleichzeitig. Die Seitenbeleuchtung genauso ein- oder ausschalten. Und das seht ihr schon, wenn wir sie ausschalten, wird das Heck bzw. Frontlicht etwas heller, und wir können die Seitenbeleuchtung umstellen auf Rotieren. Das bedeutet, jetzt würde das Licht synchron mit dem Reifen mitlaufen. Ja, und das war es eigentlich schon. Relativ einfach. Die LEDs sind schon hell und von dem zu sehen. Ja, und ihr hört schon, wenn man das Rad zu lange nicht bewegt, dann kommt so ein Piepton. Es soll also benutzt werden und braucht offensichtlich unsere Zuneigung. Was ist sonst noch zu sagen? Ja, das Wichtigste eigentlich hier ist dieser breite Reifen. Das ist ein deutlich breiterer Reifen als bei anderen Rädern und bringt euch dadurch gut über unwegiges Gelände und gibt euch viel Fahrtstabilität. We'll be right back.
auffällig ist dieser Metallgriff, der, glaube ich, bis dato bei noch gar keinem anderen Rad verbaut wurde. Und der ist richtig stabil. Und da haben wir auch mal ein Video gemacht, wie stabil der ist. Bitte macht das aber nicht nach. Wir haben das Gerät absichtlich mal hingeschmissen. Und das Rad hat absolut keinen Schaden genommen. Trotzdem bitte ich euch, das nicht nachzumachen. So ein Sturz kann auch das Gyroskop beschädigen oder andere Komponenten. Wenn immer so etwas passiert ist, ist es ratsam, das Rad vorsichtig zu testen oder es sogar einzuschicken in unsere Werkstatt. Nichtsdestotrotz, das Rad hat es gut überlebt. Wir haben ja ein paar Kratzer am Metallgriff. Aber sonst ist alles stabil. Der Griff ist also nicht abgebrochen. Manche kennen es vielleicht von den billigen Rädern. Da kann schon Plastik mal zerbrechen. Der Griff ist dann plötzlich nicht mehr da. Oder hat halt einen Riss und man kann es nicht mehr tragen. Das kann hier absolut nicht passieren. Ja, die üblichen Steigungen schafft das Rad perfekt. Und auch bei schlechten Plattenwegen etc. kommt das Rad super durch. Und das zeigen wir euch hier mal. Im Shimalos haben wir einen 340 Wattstunden Akku verbaut. Der kommt beim Fahrergewicht von 60 Kilogramm, sagen wir mal 30 bis 35 Kilometer realistisch. Und je schwerer man wird oder je schlechter die Bedingungen sind, dann geht die Akkuleistung oder die Reichweite nach unten, weil halt die Akkuleistung sinkt. Sind wir mit der Verarbeitung ganz zufrieden. Allerdings, was nicht so schön ist, dass unter dem Gummi so ein bisschen die Klebeflächen vorschauen. Also man kann also so ein bisschen den Klebstoff hier drunter sehen. Ist nicht so dramatisch, aber es wäre halt schöner gewesen, wenn es ein Tick ordentlicher gewesen wäre. Sonst ist aber alles perfekt mit dem Rad und es macht einen robusten Eindruck und es ist auch robust. Nochmal zu den Pedalen. Die Pedale, die rasten hier ein. Die haben so eine Verzahnung hier unten und die bleiben also in jeder Position stehen, die können nicht rausklappen, nicht reinklappen. Das gefällt mir sehr, weil sie eben sehr stabil sind. Und wir kennen es ja bei anderen Rädern, da klappen die so raus wie so ein nasser Sack oder halten die. Das kann hier auf jeden Fall nicht passieren. Jetzt zeige ich euch mal die Shima App auf Android. Gibt es aber auch für das iPhone. Und diese App ist ganz einfach aufgebaut. Er sucht jetzt das Gerät. Man sieht im Hintergrund, steht es eigentlich schon. Ich kann jetzt hier bereits auf Cancel drücken und mich mit dem Shima verbinden und das war's schon, ohne irgendein Pin, das geht ganz einfach. Ja, und was sehen wir hier oben? Die Geschwindigkeitsanzeige. Ich lasse es mal jetzt hier frei drehen, dann sieht man, wie die Geschwindigkeit nach oben geht. Darunter ist der Tageskilometerstand bzw. der Kilometerstand, der angezeigt wird nach dem Einschalten, und wenn man das Rad wieder ausschaltet, dann geht das auf 0 zurück. Device Name, da könnte man jetzt hier den Namen halt ändern auf einen anderen, außer eben Shima, wenn man das möchte. Darunter ist der Batteriestand. Dann kommen wir zum Speed Limit. Da können wir jetzt einstellen 20, 15 oder 10. Normalerweise, wenn das Rad jetzt 100 Kilometer erreicht hat, steht hier auch noch die 30. Ja, darunter ist der Gesamtkilometerstand, den könnte man auch resetten, machen wir jetzt aber nicht. Der bleibt aber erhalten, auch wenn das Rad ausgeschaltet wird. Und dann ganz unten ist die Firmware-Version. Hier kann man dann zukünftig auch Software-Updates vornehmen. Und wenn man jetzt nach links wischt, dann haben wir die Lichteinstellung. Die habe ich ja vorhin schon kurz erklärt. Und hier ist noch ganz versteckt unten Connect to another Unicycle. Wenn man sich mit einem anderen Rad verbinden will, ja, warum das jetzt da unten steht, ist ein bisschen merkwürdig gemacht schon, aber die App ist wie gesagt noch
ganz am Anfang und da werden noch einige Sachen dazukommen. Der wird sich vielleicht auch noch mal ein bisschen verändern, aber es funktioniert hier alles. Alles Wesentliche ist vorhanden und lässt sich einfach bedienen. Das Shima Lotz, das fährt bis 30 km/h. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Die ersten 100 Kilometer kann man maximal 20 km/h fahren. Das ist für eure eigene Sicherheit, damit man sich an das Rad gewöhnt. Danach könnt ihr per App freischalten und das Rad auf 30 km/h hochziehen sozusagen. Wir haben in unserem Test schon ein Rad freigeschaltet, wir haben etwas getrickst, aber wir wollten euch jetzt zeigen, wie schnell das Rad fahren kann. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir machen jetzt den üblichen Geschwindigkeitstest mit GPS-Kamera und Radarpistole und wir sind schon bei 28, oh, gleich 30. Das Rad piept dauerhaft und das bedeutet, dass wir am Maximum sind. Und ja, und die Platten hier, die sind auch nicht so gut zum Fahren eigentlich und das hat er echt gut weggesteckt. Wahnsinn. So, jetzt kommt unser Steigungstest. Den kennt ihr schon von den anderen Rädern. Den mache aber nicht ich, sondern den macht der David. Und wie es ausgeht, kann ich euch schon sagen, das Shima Lotz schlägt sich einwandfrei hier. Thank you.
elektro mit c-sport.de.